Als Silberling wird umgangssprachlich eine Fahrzeugfamilie von Nahverkehrswagen der Deutschen Bundesbahn bezeichnet. Die Bezeichnung Silberlinge verdanken die Fahrzeuge ihrem Wagenkasten aus Edelstahl. Über 5000 Exemplare wurden zwischen 1961 und 1980 gebaut und waren bis Anfang 2020 bei der DB Regio anzutreffen. Die meisten der nach ihrem Nebengattungszeichen gerne auch als N-Wagen bezeichneten Fahrzeuge waren nach mehreren Umbauten im aktuellen Regio-Farbkonzept verkehrsrot-lichtgrau lackiert. Die N-Wagen waren über fast 5 Jahrzehnte die häufigsten Fahrzeuge im Nahverkehr in Deutschland. Ihr Stern begann ab den 2000er Jahren mit der gesteigerten Beschaffung moderner Nahverkehrstriebwagen sowie dem Kauf von Doppelstockwagen zu sinken. Auch in der kleinen Spurweite N im Maßstab 1:160 darf dieses Rückgrat deutscher Bahngeschichte nicht fehlen. Der stimmige Gesamteindruck wird durch die namensgebende Seitenverkleidung unterstrichen. Eine makellose Lackierung erlaubt eine authentische Nachbildung des Perlschliffes im Pfauenaugenmuster. Goldene Fensterrahmen heben sich hiervon farblich ab und erinnern an den Beginn einer Erfolgsgeschichte, die über mehrere Jahrzehnte andauert. Vielfach haben die Silberlinge ihr Aussehen über die Jahre gewandelt. Das Pico-Modell in Epoche 3-Ausführung ist dem Originalzustand dieser Wagenfamilie nachempfunden. Hierzu gehört auch ein Replikat der roten Innenausstattung, die an die frühen, gepolsterten, roten Kunstledersitze erinnert. Die Unterseite der Wagen ist keineswegs vergessen worden. Scharf graviert lassen sich vielfältige Leitungen und Anbauten erkennen. Die Batteriekästen sind mitbedruckt worden. Drehgestelle mit zusätzlich angesetzten Details lassen keine Wünsche an der Neukonstruktion offen. Für besonders reizvolle Nachtfahrten kann mit dem optional erhältlichen Beleuchtungsbausatz eine lichtstarke LED-Innenbeleuchtung in allen Wagentypen nachgerüstet werden. Geschmeidig laufende Radsätze verleihen den Wagen beste Lauf- und Rolleigenschaften. Neben dem erste zweite Klasse-Wagen gelangt zeitgleich auch ein zweite Klasse-Wagen in den Handel. Bereits vorab erschienen sind hervorragend geeignete Zugmaschinen zu den Wagen. Aktuellster Neuzugang ist die Baureihe 216 in purpurroter Lackierung. Die Kultlok V200 erlaubt eine besonders genaue Zugnachbildung im Betriebszustand der Epoche 3. Fans des modernen Nahverkehrs der DB AG kommen voll mit der verkehrsroten Ausführung auf ihre Kosten. Der passende Steuerwagen Wittenberger Kopf folgt zeitnah. Die Pico-Modelle leisten ihren Beitrag, die beachtliche Fangemeinde der N-Wagen zu erhalten, wenn nicht sogar noch zu vergrößern.